Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Box für euch. So schaut das gute Stück erst einmal aus. Gleich vorne vorweg, das ist mit einer Banderole verschlossen und die Banderole hat hier oben auch ein Hügel. Der lässt sich in dem Fall nicht vermeiden. Das Ganze könnt ihr rausschieben und dann habt ihr hier diese beiden Laschen. Und so geht die Box auf. Von der Größe her sind wir hier bei, ich messe es nochmal nach, 10 mal 10 und in der Höhe sind wir bei 3,5. Ich habe es ausprobiert, es passt auf jeden Fall eine quadratische Schokolade rein und dann habt ihr noch Platz nach oben. Eventuell passen sogar zwei übereinander, je nachdem, welche Sorte ihr da nehmt. Und was natürlich auch reinpasst von der Höhe her, ist die goldene Kugel oder die berühmten Küsschen. Verwendet habe ich nochmals wieder die Produktreihe voller Liebe und Schönheit. Ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Video damit, aber ich möchte euch ja auch zeigen, was man allein mit dieser Produktreihe alles machen kann. Ihr findet die im neuen Jahreskatalog auf Seite 54 und 55. Da habt ihr die Produktreihe und wenn ihr eine Seite vorher oder zwei Seiten vorher habt, ihr auch schon Ideen dazu. Und dann habe ich dazu genommen einen neuen Prägefolder und zwar heißt der 3D-Prägeform Perlenkreis und das ist ein Riesending. Im Katalog steht leider nicht drin, wie groß er ist, deshalb messe ich den jetzt einmal für euch nach, beziehungsweise eigentlich steht das auch hier drauf. Der ist 15,2 mal 21,6, also DIN A4 ist ja 21 breit. Und in meinem letzten Video hatte ich euch ja die große Tasche gezeigt und da habe ich den zweiten Riesenprägefolder verwendet, beziehungsweise für mein Muster, da habe ich dann diesen verwendet. Aber heute geht es um die Box und für die Box braucht ihr alle Maße, findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die blende ich hier unten ein und der Link ist in der Infobox. Ihr braucht, ich habe hier zwei Stapel, für die Box selber ein Stück Farbkarton in 27 x 13, zwei Stücke in 13 x 10, dann habe ich für innen im Boden noch ein Stück in 9,8 x 9,8 und Designerpapier haben wir hier vier Stücke in 9,5 x 3, zwei Stücke in 9,5 x 4,5 und zwei Stücke in 9,5 x 2,5. Die Banderole habe ich jetzt so breit gemacht, wie die Box ist. Da könnt ihr letzten Endes selber entscheiden, wie breit ihr die machen möchtet. In der Länge braucht ihr auf jeden Fall 29,7 und in meinem Fall ist sie jetzt 10 cm breit. Und Designerpapier, beziehungsweise bei mir ist es ja weiß und dann geprägt. Da könnt ihr aber auch Designerpapier nehmen, je nachdem wie ihr das mögt. Da ist dann ein Stück 9,5 x 9,6 und zwei Stücke in 9,5 x 3,1. Wir fangen aber mit der Box selber an. Die Stücke, die wir zweimal haben, legen wir erst an die Seite und dann nehmen wir uns das große in 27 x 13 und das falzen wir an der langen Seite bei 5. Und bei 8,5. Dann drehen wir das um 180 Grad und falzen nochmal bei 5 und bei 8,5. Also lange Seite jeweils von beiden Seiten bei 5 und 8,5. Und die kurze Seite müssen wir auch von beiden Seiten falzen. Und zwar bei 1,5. Das ist im Übrigen das neue Pfirsichcreme. Bei meinem Muster habe ich das neue Südseesommer verwendet. Heißt doch Südsee, ja, Südseesommer.
Nochmal gucken, nicht, dass ich was Falsches erzähle. So, dann brauchen wir einen Falzstift und ein Geodreieck. Da könnt ihr super unseren Aufhebhelfer nehmen. Und wenn ihr das vor euch habt, sieht man es von der anderen Seite besser? Nee, was ist das? Da habe ich anscheinend mit Farbe geschmiert. Gut, dass das die Innenseite ist. Ich drehe es mal so. Ihr habt hier oben ein größeres Rechteck, dann ein schmales und hier an den Außenseiten schmale Rechtecke. In diesem großen müssen wir jetzt noch schräge Falzlinien ziehen. Und das Ganze ist ja 13, das heißt, die Mitte ist hier bei 6,5. Ich lege mir meinen Falzstift an die 0 an und jetzt falze ich hier von der Mitte schräg runter zu dieser Falzkreuzung und dann von der Mitte zu dieser Falzkreuzung. Einmal. Und ein zweites Mal. Dann drehen wir das gute Stück um und machen das Ganze nochmal. 6,5 ist die Mitte. So. Dann brauchen wir unsere Schere, beziehungsweise wir falzen das erst einmal nach. Die Dreiecke können wir jetzt noch nicht nachfalzen, das machen wir dann gleich. So, und jetzt müssen wir nur hier in der Mitte, also wir haben hier die große Fläche in 10x10 und da habt ihr jeweils oben und auch unten ein langes Rechteck. Das müssen wir rausschneiden. Diese beiden am Rand, die bleiben so, wie sie sind. Da schneide ich erstmal gerade ab, also ein, nicht ab. Und dann klappe ich mir das hier zur Seite und ich glaube, da nehme ich mal eine große Schere. Und dieses Rechteck hier in der Mitte, das schneiden wir raus. Samt dem Hügel vom Falzen. Also so sieht es dann aus. Und das gleiche machen wir an der anderen Seite. Einschneiden bis zur Falz. Einmal wieder umklappen. Und die große Lasche hier in der Mitte dann raus, beziehungsweise nicht die große, an der großen entlang schneiden. So ist es richtig. So, die beiden Streifen kommen weg. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und diese vier Ecken jeweils, die schrägen wir jetzt noch ein bisschen an. Nicht viel, nur ein wenig, dann ist das beim Kleben gleich etwas leichter. Die Falzlinie, die hier noch ist, die bleibt so, wie sie ist. Da schneiden wir nichts ab oder ein. Wir brauchen gleich die ganze Fläche zum Kleben. So, so sieht das erste Stück aus. Jetzt können wir uns die Falzlinien hier schon einmal nachdrücken. Die schrägen. Das ist jetzt die Außenseite, also ich drücke sie einmal nach oben. So, und somit, na Kamera, was ist denn los? Ist das erste Teil schon fertig. Jetzt machen wir diese beiden Seiten und da habt ihr zwei gleiche Stücke. Ich sage nochmal die Maße, die sind 13 mal 10. Eins habe ich schon gefalzt, das zweite machen wir zusammen. Die werden beide gleich gefalzt und zwar an der langen Seite bei 3
Ich muss kurz überlegen. Ja, doch, drei. Dann bei acht. Und bei 11,5. Das heißt, ich muss es nochmal nachmessen. Wir müssten hier, ja, hier haben wir die 3,5. Gut, alles gut. So, nachfalzen. Das zweite Stück auch. Also ihr falzt das Ganze dann bei dem zweiten Stück auch. Dann haben wir hier unten dieses kurze Stück. Da schneiden wir rechts und links ein bisschen was ab. Das sind Klebelaschen. Einmal und zweimal. Ich habe versucht, es auszurechnen, dass wir es aus einem A4-Bogen schneiden. Das passt aber nicht. Da kommen wir mit A4 nicht mehr aus. So, ich lege mir das jetzt auf die Innenseite und diese beiden Stücke werden jetzt hier an die Innenseite geklebt. Einmal da und einmal da. Also die Innenseiten gucken jetzt nach oben. Flüssigkleber. Ich glaube, ich habe vergessen, was zuzuschneiden. Ja. Also einmal hier anlegen. Hebt das kurz hoch, dass ihr sehen könnt, dass das hier unten schön bündig anliegt. Andere Seite genauso. Einmal hochheben. Gucken, dass das schön bündig anliegt hier an dieser Kante. Na, hier bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen schief gekommen. Ja, können wir noch? Ah, so gerade noch. So. Und ich habe jetzt vergessen, mir hier das Stück in der Mitte zuzuschneiden. Einen Moment. Oder habe ich es hier? Nee. Wo habe ich denn meinen Karton? Da. Das ist, wenn man ein Video dreht und dann schon alles wieder wegräumt. Das dürfte reichen. Das Innenstück ist 9,8 mal 9,8. Da kommen wir noch mit hin. So, das kommt hier in die Mitte. So, das dürfte hier genau reinpassen, so dass das schön überall zwischen den Falzlinien liegt und nicht drüber her. Jetzt drehen wir das auf die Außenseite und kleben uns die Designerpapierstücke. Sag mal, was habe ich denn hier gemacht? Ja, da war ich wohl irgendwie. Ach nee, das sind die vier. Schon gut. Die vier müssen hier hin. Das sind die Stücke in 9,5 mal 3. So. So, die kleben wir schon mal auf. Oh wei, oh wei. Das ist eine der Rückseiten von dem Designerpapier. Obwohl das Muster auch hübsch ist.
Ich glaube, das Designerpapier wandert noch ein zweites Mal in meinen Einkaufswagen. So, die vier haben wir jetzt schon mal. Und die, wenn ihr das Ganze jetzt auf die Innenseite dreht, dann diese beiden Klappen, die werden später. Der will jetzt nicht. Einmal so und einmal so. So ist später der Verschluss. Das heißt, die beiden, ich drehe es nochmal um, hier die beiden Stücke werden auch von außen aufgeklebt. Davon habt ihr auch zwei. So, da wo wir die Dreiecke haben, wird nichts geklebt. Und diese beiden Laschen, da muss das Designerpapier von dieser Seite drauf. Also nicht von hier, sondern von da. Die können wir uns auch noch einmal nachfalzen. Da habe ich jetzt einfach ein anderes Design genommen. Da könnt ihr aber auch überall das gleiche nehmen. Also wie gesagt, umklappen und dann das Designerpapier drauf. Ich glaube, meine Klinge muss mal neu. Einmal und dann die andere Seite. Bin ich noch im Bild hier? So, und jetzt können wir das Ganze verschließen. Und zwar diese vier Seiten, die beiden und die beiden, die kommen jetzt jeweils hier an diese Seiten. Einmal Kleber drauf. Und dann können wir das hier schön gerade anlegen. Einmal ablegen, von innen festdrücken. Und an diesen Seiten jetzt, da habe ich extra hier die Falzlinie nicht eingeschnitten, sonst hätten wir jetzt zwei separate Klebelaschen. Es ist so aber im Endeffekt einfacher, wenn wir das in eins lassen. So, die andere Seite. Und nehmt da auf jeden Fall Flüssigkleber. Denn dadurch, dass wir das gleich zusammendrücken, stehen die, gerade die Seiten hier ordentlich unter Druck. Also da muss Kleber gut was halten. So. Noch einmal festdrücken. Und dann, wenn ihr das so vor euch habt, drückt ihr die beiden Seiten nach innen und dann verschließt sich die ganze Box so. Und die springt natürlich jetzt immer wieder auf. Deshalb habe ich eine Banderole gemacht. So sieht das von der Seite aus. Ich lasse das jetzt aber noch so offen stehen, damit das noch ein bisschen trocknen kann. Und in der Zeit kümmern wir uns um die Banderole. Habe ich das falsch rum? Ah, nee, so rum. Ich habe gerade gedacht, ich habe das Designerpapier falsch rum aufgeklebt. Wäre ja nicht das erste Mal. So, Banderole.
Und die müssen wir uns falzen. Einfacher ist es meistens, die Banderole um das Projekt zu legen und dann rundherum in den Farbkarton passend zu drücken. Ich habe das hier jetzt ausgemessen, weil die Banderole bei mir jetzt auch so breit ist. Wenn ihr einen schmaleren Streifen nehmt, dann könnt ihr die auch rumlegen und einfach dementsprechend knicken, so wie ihr sie braucht dann. So, wir falzen lange Seite bei 10,1, 13,7, 23,8 und 27,4. Einmal nachfalzen. Na, kommst du wohl hier hin? So, und so wird die ganze Banderole dann gleich verschlossen. Beziehungsweise jetzt, hier klebe ich jetzt das Designerpapier noch nicht auf. Wir schließen das Ganze und legen uns hier dieses Element oben auf die Box. Und das wird jetzt so ein bisschen fummelig. Ihr merkt das auch, ne? Durch die Lagenfarbkarton drückt euch das immer wieder nach oben. Also gut festhalten. Einmal auf den Kopf. Die kürzere Seite umlegen. Kleber könnte man vorher aufmachen. Auf die Lasche hier Kleber drauf. Das ist die kürzere. So, dann holen wir uns die Seite rum und verkleben das Ganze hier. Gut darauf achten, dass das gerade aufeinander ist. Ah, ich habe mit Kleber geschmiert. Und dann können wir die einmal rausschieben. Na, da hakt es noch ein bisschen. Also gehen wir hier noch wieder ein Stück raus. So, und dann können wir es festdrücken. So, und dann kümmern wir uns um das Designerpapier für die Banderole. Und das Stück für die Mitte. Das ist ja an einer Seite 1 mm länger. Und die beiden kürzeren lege ich mir jetzt so daneben. Und so lege ich mir das auch in die Prägeform. Also das schön in die Mitte. Und die beiden daneben. Ihr könnt sie auch versuchen, ganz aneinander zu legen. Ich bin schon wieder so nervös. So, dann klappe ich das zu, richte das gleich auf der Maschine nochmal aus, gebe das durch die Maschine. Vorher stempeln wir jetzt aber noch. Und zwar habe ich aus dem Stempelset Flowers of Beauty die Blätter genommen und dieses zarte Pflänzchen, diese Blüte. Da habt ihr jetzt zum einen die Konturen und dann zum Füllen. Und aus dem Sprüche-Set aus der Reihe, da nehmen wir den hier unten, mögen all deine Wünsche wahr werden. Stempeln, Farben nehmen wir einmal Pfirsichcreme. Ach, die sind noch neu, ne? Sind noch störrisch. Da stempel ich jetzt als erstes die Blüte, die Konturen, die stempel ich voll ab. Bei meinem Muster habe ich Petunienpink und Rosé genommen. Ich möchte hier jetzt aber gerne bei der gleichen Farbe bleiben
Und dazu nehmen wir dann hier den Füllstempel. Und die Kissen sind natürlich noch sehr nass und satschig. Einmal abstempeln. Und dann gehört er hier rein. So ein bisschen zirkeln. Ist schwierig, wenn man nicht mit dem Kopf drüber her kann. So. Ja, das passt ungefähr. Pfirsichcreme kann kurz an die Seite. Dann nehmen wir uns das Blattwerk und das Glücksgrün. Zum einen die Kontur und den Füllstempel. Und da gucke ich jetzt vorher, wie rum er gehört. So rum. Farbe aufnehmen, auch hier einmal abstempeln. Und dann, ach, den habe ich gut getroffen. So, und dann brauchen wir noch den Spruch. Und den stempel ich mir wieder in Pfirsichcreme. Da ist er. Ein bisschen Abstand lassen. Ja, das sieht gut aus. So, und dann brauchen wir die Stanzformen. Zum einen florale Schönheit, die gehören zu dem Stempelset Flowers of Beauty. Da haben wir hier die Kontur von der Blüte und einmal die Blätter. Und aus den Stanzformen Liebe über alles brauchen wir ein Etikett. Und da habe ich das hier genommen. So, und das werde ich jetzt einmal alles ausstanzen. Weil das hier mit der Prägeform so fummelig ist, muss ich es nochmal ausrichten. Wenn ich geprägt und gestanzt habe, dann kleben wir den Rest zusammen, also die Banderole, noch das Designerpapier drauf, dekorieren und dann sind wir auch schon fertig. Bis gleich. So, meine Lieben, hier bin ich jetzt doch vorher nochmal. Denn ich wollte euch noch kurz was sagen zu diesen großen Prägeformen. Wenn ihr die durch die Maschine schiebt, ist es wichtig, dass die hier oben und auch unten wirklich gerade auf der Platte liegen. Sonst könnte es sein, dass ihr euch die Prägeform hier an den Seiten aufribbelt und die dann. Die gehen nicht kaputt, aber die sehen dann nicht mehr schön aus. Das wollte ich noch dazu gesagt haben. Und bevor ich jetzt noch einen Cut mache, dann können wir den Rest auch eben zusammen ausstanzen. Das fiel mir nämlich jetzt gerade ein, bevor ich angefangen hatte, das auszurichten. Das ist bei diesen großen Prägeformen wirklich wichtig, dass ihr da darauf achtet, dass das schön gerade auf der Maschine liegt. Und 3D-Prägeformen, ne, habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt, wenn ihr noch die Big Shot habt, so wie ich, und die Prägeform verwenden möchtet von Stampin' Up, dann braucht ihr die Spezialplatte. Ich habe hier noch die alte in Blau. Wir haben die aber im Katalog auch in dunkelgrau ist sie dann jetzt. Die passt aber auch in die Big Shot rein. Oder aber, wenn ihr noch gar keine Maschine habt und eine von Stampin' Up! Bestellen möchtet, da ist dann alles bei. Also alle Platten und genau falsch rum. Alle Platten, die ihr zum Prägen, Stanzen und so weiter braucht. So, wir dekorieren. Hier achte ich jetzt drauf, dass ich das so auch aus der Prägeform und das kleben wir jetzt auch als erstes auf. Wir haben hier an der Seite also an der unteren Seite die Klebelasche. Das kommt jetzt hier drauf. Und ich habe das extra so in die Maschine gelegt, damit es dann
so aussieht, als würde man, als würde das Muster weiterlaufen. Ihr könntet das Stück Grundweiß auch in 1-Falz prägen. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? In 1? So, sie kommt hier jetzt natürlich so ein bisschen hoch, da müsst ihr aufpassen. So, und die andere Seite. So, und dann kann das Ganze wieder um die Box. Jetzt kommt der spannende Moment. Kriegen wir es wieder rum? Ja, ist ein bisschen fummelig, aber ich habe sie zu eng geklebt. Achtet drauf, wenn ihr die Banderole schließt, dass es nicht zu eng ist. So, dann nehmen wir uns hier mal unsere Deko. Blätter ziehe ich wie immer so ein bisschen über meinen Fingernagel. Da könnt ihr auch das Falzbein nehmen. Und dann nehmen wir uns Dimensionals dazu. Unter mein Etikett kommen Dimensionals. Muss ich mal überlegen. So. Dadurch, dass wir das geprägt haben, spart dann nicht mit den Dimensionals. So, das kommt dann hier hin. Einmal gut andrücken, denn wir haben ja hier die Rundung bei der Banderole. Dann nehmen wir uns ein Dimensional für die Blüte und auch noch ein für die Blätter. Blüte zuerst. Und dann das Blattwerk. Das schieben wir hier so drunter. Und dann nehmen wir uns auch noch die passenden Steinchen dazu. Das sind die sanft schimmernden Schmucksteine in Color 24 bis 26. Und da nehmen wir, da wir in Pfirsichcreme gestempelt haben, nehme ich jetzt mal hier die Schmucksteine in Glücksgrün, einen großen und einen kleinen auf die rechte Seite und einen kleinen auf die linke. Dann haben wir 3 Stück. 3 ist ja immer so eine schöne Anzahl. Ja, doch, sie lässt sich rausschieben. So, und somit bin ich für heute fertig. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr die Box findet. Und jetzt wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!